das heißt eigentlich auch egal, wie ich jetzt aussehe. Wir sind ja nach einer Probe. Ich bin gerade so erschöpft, dass es mir eigentlich gar nicht wichtig ist, wie ich jetzt irgendwie vorteilhaft ausgeleuchtet werde und so. Aber die Sendung heißt ja auch Abgeschminkt insofern. Das tut aber gar nicht so weh. Das ist ja schon auch viel Technik dabei. Und bis zum gewissen Grad macht das auch total Spaß. Das ist wie Kinder, die irgendwie Prügeleien spielen oder Schießereien spielen und so weiter. Wir sind ja dann doch irgendwie Kinder dann doch. Ich bin geboren am 8. Juni 1967 in Teheran. Meine Mutter ist Deutsche. Mein Vater war Perser, also Iraner. Und ich war bis zu meinem 12. Lebensjahr im Iran und bin allerdings zweisprachig aufgewachsen, war also auch auf der deutschen Schule in Teheran und ich hatte eine wunderschöne Kindheit, eine ganz behütete, wunderbare Kindheit. Der Iran ist, ich sage immer, es ist ein wunderschönes Land und es sind ganz, ganz tolle Menschen und mittlerweile ist es ja so, dass man immer dazu sagen muss, diese Regierung und dieser Präsident repräsentiert nicht das iranische Volk, das müsst ihr wissen, weil es halt doch irgendwie manchmal in Vergessenheit gerät. Und das ist, also ich kann nur sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Land in einer sehr alten Kultur und für ein Kind ein absolutes Paradies, weil Iraner sehr, sehr, sehr kinderlieb sind. Ich bin mit 12 nach Deutschland gekommen und lebe seitdem hier. Sie sind Iranerin, Perserin und Deutsche. Ist das auch eine Gespaltenheit für Sie oder haben Sie? Ich habe es witzigerweise nie als gespalten betrachtet. Ich habe es auch nie als Nachteil gesehen. Ich habe es immer als ein ganz großes Glück und eine große Bereicherung gesehen, dass ich einfach das Glück hatte, in einer Kultur aufzuwachsen und in einer anderen dann sozusagen, die auch sehr, sehr genau kennenzulernen. Ich wollte immer schon Schauspielerin werden. Ich fand das immer schon ganz, ganz, ganz toll. Ich bin von 1988 bis 92 auf der Schauspielschule gewesen in Stuttgart. Habe also ganz klassisch, normal eine Theaterausbildung gemacht. War dann 2 Jahre am Theater und habe dann aber relativ bald mich entschieden, dass ich frei arbeiten möchte. Also A, weil ich wahnsinnig gerne Filme drehen wollte und das sehr, sehr schwierig ist, wenn man fest oder im Ensemble ist am Theater, weil man einfach nie freikommt. Und B, weil ich damals schon irgendwie immer eine Band hatte und Musik gemacht habe und dafür einfach Zeit haben wollte und die Freiheit halt auch haben wollte. Freiheit ist für Sie ein Schlüsselwort, ein wichtiges Wort. Ja, wobei das nicht heißt, dass ich jemand bin, der sich nicht, es fällt mir nur das englische Wort ein, der sich nicht committen möchte, also der nicht dazu bereit ist. Also wenn ich sage, das mache ich, dann mache ich das auch wirklich, dann bringe ich das auch zu Ende. Aber ich, ja, mir ist es schon wichtig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an meinem Zwilling. Also weil ich bin ja Zwilling von Sternzeichen und Sonne und Mond, also das heißt, ich bin ein typischer Zwilling und die brauchen viel Luft. Wie werden Sie denn jetzt Kriemhild? Aber ich bin doch schon Kriemhild. Immer schon gewesen, ja? Sie haben immer schon davon geträumt. Es ist ja eine moderne Adaption von der Nibelung. Die Kriemhild, die bei Rinke ist und von der Wedel inszeniert, die ist jetzt nicht das naive Blondchen. Mhm. Das könnte ich, glaube ich, schwieriger spielen, so. Auch. Aber die ist jetzt, also das ist mehr so eine politische Figur, jemand, der so ganz so Visionen hat, so ein bisschen wie so eine höhere Tochter, die früher mit der RAF sympathisiert hat. Also es ist eher, so geht eher in Richtung Ulrike Meinhof.
Okay. Macht dann schon eher Sinn. Gut, dann höre. Und wie wird dann die Hure eines Dieners Königin? Wie? Was sagt sie? Ich spreche jetzt von dieser Hure da. Gunther, sperr diese kranke Frau weg. Ich habe ja jetzt zum Beispiel 13 Jahre nicht Theater gespielt, also, und das ist ja doch nochmal so eine andere sprachliche Herausforderung. Beim Film muss man ja eher die Sachen wegsprechen, dass es eben nicht zu theatralisch kommt. Und beim Theater muss man schon, also hilft es schon, wenn man eine Sprachbildung hat. So dieser Umgang mit diesen großen Texten und auch einfach wirklich dieser direkte Kontakt zum Publikum und einfach diese Bühnenluft, das ist schon etwas, was mir immer auch gefehlt hat. Volk von Burgund, seht eure Prinzessin. Ich hörte viel von Ihnen und möchte danken. Es scheint, Sie haben tapfer gekämpft. Wir begrüßen uns soeben, tapferer Siegfried. Gern begrüße ich Sie ein zweites Mal. Sie schöner Mann. Es ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn es in Deutschland möglich ist, die deutscheste aller Figuren mit einer Schauspielerin zu besetzen, die Tabat dabei heißt. Bis bald. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Sie hat dieses Freche, dieses Nicht-Angepasste, das strahlt sie aus und das ist etwas, was sie dann nicht mehr zu spielen braucht, weil sie das von sich aus schon mitbringt. Wenn ich an meine Schulzeit denke, das war schon, also ich war schon aufsässig und ich war schon, also ich war sehr laut und ich war sehr frech und ich war, also ich habe halt immer irgendwie provoziert, wenn ich fand, dass ein Lehrer einfach blöde Sachen sagt oder ungerecht ist oder so, dann hatte ich schon dann so, also ich habe mal zusammengerechnet, ich glaube, ich hatte 20 Verweise, heißt das in Bayern, also Briefe nach Hause insgesamt. Sehr toll. Und so weiter, ja. Aber bei mir hat sich das nie geäußert in Richtung Drogenprobleme oder wahnsinnig viele Männergeschichten oder solche Sachen, das hat sich bei mir so nicht geäußert. Es war eher so vielleicht so ein, ja, eine dicke Lippe rissen und ich sehe es an meiner Tochter, die ist auch so. Also hat sich irgendwas weiter vererbt. Ich sage ja immer dieses angry young woman, ja? Dass eine Frau auch mal etwas anderes zeigen darf in der Rolle, als irgendwie nur lieblich sein oder das Opfer sein oder halt irgendwie zu reagieren auf Sachen, die passieren. Das ist wahnsinnig, hat sich wahnsinnig ein Riesenfächer breit gemacht in den letzten 10 Jahren. Lügner! Was war denn da? Was hat ihr denn da unsichtbar gemacht? Was ich wohl mit Absicht übergeben. Für einmal, Siegfried, immer meinen Bruder. Ha! Das war ja eine teure Nacht. Arme Nebenfrau. Vielleicht ist es mehr so die Aufgabe in der Zukunft, dass man einfach mal sagt, okay, es gibt so urweibliche Sachen und Eigenschaften und es gibt urmännliche Sachen und beides muss man auch respektieren und so lassen. Aber was ich mir, wie gesagt, mir für meine Tochter wünsche, ist, dass sie in einer Welt aufwächst, wo sie nicht zu hören kriegt, du darfst das und das nicht oder das und das nicht und du bist was Zweitbesseres, nur weil du eine Frau geworden bist. Sitting alone with my guitar slightly out of tune. Sie komponieren auch. Ja, ja, ja. Aber halt, wie gesagt, einfache Popmusik. Also wirklich, also ich kann einfache Popsongs machen. Das ist, ich kann weder Noten lesen, noch schreiben, noch weiß ich wahnsinnig viel über Musik.
was wahrscheinlich für das, was ich mache, ein Vorteil ist. Was jetzt meinen speziellen Typus betrifft, hat sich auch noch mal komplett geändert, dass es vor 15 Jahren keine Migrationskinder gab, die letzten Endes irgendwie in Deutschland normale Rollen gespielt haben. Das ist also, und heute wimmelt es nur von deutschen Schauspielern, die einen anderen Background haben. Türkischen, iranischen, indischen. Das gab es alles vor 15 Jahren noch wirklich nicht. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ich denke, dass wir alle letztendlich auf der Suche sind nach Liebe. Und dass alles, was wir tun, letztendlich eigentlich so eine Ausdrucksform dessen ist. Ich glaube selbst, dass ein Mensch, der sich für ganz, ganz böse Sachen entscheidet, im Prinzip eigentlich auf der Suche nach Liebe ist. Oder zu wenig Liebe bekommen hat und das dann irgendwie deswegen ist. Ich glaube, das ist schon die Haupttriebfeder von Menschen an sich. Und der Tod ist einfach das, was alles wieder in Relation rückt, weil es ist das, dem kann niemand entgehen. After you killed me, it took me a while to get back to life again. Was jetzt den Beruf betrifft, ist mir besonders wichtig, dass ich mich mit dem, was ich mache, identifizieren kann. Dass ich dahinter stehen kann. Das ist meine Definition von Erfolg. Weil es ist ansonsten bei mir echt, ich werde krank. Das ist richtig körperlich dann. Tschüss, Trimmelt. Tschüss, Brüder. Ein Freund von mir hat neulich gesagt, du hast so einen ausgeprägten Stolz. Das ist sehr iranisch. Das haben Menschen dann irgendwie weniger. Ich sage, was heißt denn das, ausgeprägter Stolz? Ich laufe doch nicht so durch die Gegend oder so. Wenn man das halt irgendwie so eine Bewusstheit, mit der man irgendwie an Sachen rangeht. Und dann habe ich gedacht, naja, das stimmt eigentlich schon. Wirkt das oft so, als hätte ich so ein als wäre ich sehr stolz. So, irgendwie so. Wobei es auch einfacher ist für einen Iraner. Also auch zum Beispiel den Begriff Stolz überhaupt zu sagen, ist bei uns nicht so behaftet mit dem, was es, also weil es war ja, es ist vielleicht jetzt langsam nach der Fußball-Weltmeisterschaft wirklich langsamer möglich zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein oder irgendwie ich bin stolz auf die deutsche Mannschaft oder ich bin stolz darauf, in diesem Land zu leben und so weiter, ohne dass es diesen merkwürdigen Beigeschmack hat. Das ist halt insofern, das ist dann auch einer der Vorteile, wenn man nochmal irgendwie aus so einer anderen Kultur kommt, die, was das betrifft, einfach nicht so vorbelastet ist wie die Deutsche. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Deutschen, was jetzt passiert ist und was ich mir wünsche, dass es auch weitergeht, dass es sich einfach mit ihrem Deutschsein und dem Land und den Symbolen und den Eigenschaften aussöhnen mehr. Und einfach diese Liebe dann auch zulassen können. Und das ist auch aufgrund von unserer Geschichte, das ist ganz klar, es ist einfach sehr lange nicht möglich gewesen. Was ist für Sie das Wichtigste im Leben? Natürlich meine Familie, mein Kind. Ich denke, dass jeder Mensch, der irgendwie mit einem Familiensinn aufgewachsen ist, früher oder später da wieder zurückkommt. Dazu. Also so, dass man weiß, einfach instinktiv weiß, dass der wahre Reichtum eine Familie ist und dass man halt letzten Endes da sich das wieder versucht zu bauen. Was ich irgendwann mal schon gerne machen würde, wäre ein Drehbuch zu schreiben oder ein Buch zu schreiben. Das würde ich schon irgendwann mal gerne machen. Ich denke immer, ich mache viel zu wenig. Ja. Sie erwarten viel von sich selbst. Nein, ich möchte einfach gerne die Zeit, die ich auf diesem Planeten verbringe, nutzen. You said I should know by now what I mean to you. And I said no, how you want me.